Läuft. Guten Abend, Sir. Sie werden erwartet. Bitte treten Sie ein. Willkommen im Wachsfigurenkabinett Ihres Onkels. Ich bin sein Assistent. What the fuck ist da gerade passiert? Ich kann's nicht lesen! Das hat ja noch einen Kopierschutz hier, aber angeblich gibt's ja keinen Kopierschutz bei GOG. Hallo Leute und willkommen bei Surprise Sunday, wo ich ein kleines Retro-Spielchen hier mal anteasern wollte. Und zwar Waxworks, ein Horror-Adventure-Rollenspiel, wie auch immer. Ich bin versucht zu sagen aus den 80ern, Ende 80er, vielleicht auch Anfang 90er, ich weiß es nicht, irgendwie so in dem Dreh. Das war einiger Zeit schon mal privat, vor einiger Zeit, vor ein paar Jahren, mal privat so ein bisschen angezockt. Ich habe es aber nie durchgespielt. Ich habe mir gedacht, einfach mal zum Reinschauen, zum Teasern. Vielleicht gefällt es ja dem einen oder anderen, der das so gar nicht auf dem Schirm hatte. Dafür ist dieses Format ja gedacht. Und kann ich nur mal wieder sagen, wenn euch so ein Spiel gefällt, wenn ihr das interessant findet, wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst ein Like da, schreibt es in die Comments, teilt mir das irgendwie mit, dann können wir gerne in einem anderen Surprise Sunday hier nochmal reingucken. Oder wenn das Interesse sehr deutlich ist von eurer Seite, können wir auch ein vollwertiges Let's Play draus machen. Das ist alles im Rahmen des Möglichen. So. Das Ganze läuft über DOSBox, natürlich. Auf Good Old Games erstanden. Einfach mal. Erbstück. Weil ich habe jetzt erstmal den Text gelesen, weil das Vorlesen ist ja immer sehr schnell weg. Also wir haben von unserem Onkel eine Kristallkugel gekriegt. Nehmen wir von den Leuten Fluch der Hexen unserer Familie aufheben. Dies habe ich die schlimmsten Zwillinge versammelt, die unserer Familie über die Generationen hinweg geboren wurden. Guck mal, das kann ich sogar vorlesen. Ich kann es nur nicht vernünftig betonen. Mit Hilfe starker magischer Kräfte musst du dich in ihre Welten begeben, ihre Zwillinge finden und töten und die Macht zerstören, die den Fluch nährt. Dann und nur dann wird es dir gelingen, den Fluch für alle Zeiten von unserer Familie zu nehmen. Damit du wirklich verstehst, was es mit diesem Fluch auf sich hat, habe ich dem Anwalt unserer Familie einen wichtigen Brief für dich gegeben. Du hättest ihn lesen sollen, bevor du hierher kamst. Ja, blöd gelaufen. Habe ich nicht. Wenn du das weiter eine nicht gelesen hast, solltest du das jetzt nachholen, damit du wirklich weißt, was dir bevorsteht. Das steht wahrscheinlich in der Anleitung, ne? Habe ich als PDF-Datei mit dazu gekriegt, aber naja. Jedes Ausstellungsstück meines Wachsfigurenkabinetts ist mit einer Tafel versehen. Lies sie, um zu erfahren, welche Art von Schrecken dich erwarten. Viel Glück und denke daran, dass ich vielleicht später helfen kann. Doch alles hat seinen Preis. Der Umgang mit den Toten entzieht den Menschen sehr viel psychische Energie. Unser Onkel ist also anscheinend tot. Trete das Wachsfigurenkabinett bitte durch die Tür am Ende des Ganges. Und man sieht schon, wir sind so ein bisschen in der in so einer Dungeon-Crawler-Mechanik. Gibt da eine Sache, die muss ich jetzt erstmal kurz erledigen. Sorry. Und zwar finde ich das total irritierend. Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme sieht. Das hat man bestimmt gehört. So, das bin ich aber wieder ins Spiel reingetappt. Ich hoffe, dass alles läuft. Ich hätte vielleicht mal überprüfen sollen, ob die Aufnahme überhaupt aufnimmt. Moment, das holen wir jetzt nach. In welchem Ordner wird das denn wohl sein? Da, das sieht gut aus. Games, Waxworks, Capture. Ja, da läuft was. Wunderbar.
So, aus Erfahrung weiß ich aber, dass Waxworks mitunter mal etwas instabil läuft. Deswegen werde ich wahrscheinlich so kleine Aufnahmehäppchen machen und das alles zusammenschneiden. Und damit fange ich jetzt quasi auch direkt... Oder fange ich damit an? Ach Quark, wird schon gut gehen. Oder? Ich weiß es nicht. Ach scheiße, ich gehe auf Nummer sicher. Jo. Okay. Weiter geht's. Ja, wir sind hier im Wachsfigurenkabinett unseres Onkels. Er hat ja gesagt, auf unserer Familie liegt ein Fluch, der von einer bösen Hexe ausgesprochen worden ist. Und dieser Fluch wird von ganz bösen Zwillingspärchen aus der Vergangenheit genährt. Und er hat dieses Wachsfigurenkabinett erstellt, damit wir uns in der Vergangenheit, also wir reisen über dieses Wachsfigurenkabinett quasi durch die Zeit, um uns dann mit diesen Zwillingen auseinanderzusetzen und die auszuschalten in verschiedenen Settings, um den Fluch zu schwächen, damit wir letztendlich die Hexe herausfordern können. Das ist die Story, soweit ich sie jetzt verstanden habe. Ist ja schon mal eine ganz interessante Prämisse eigentlich. Ich habe jetzt keine Ahnung, was das hier für Symbole sind. Das ist ein bisschen unglücklich. Das ist bestimmt eine... Das ist ein Kompass. Oh mein Gott, dauert das lange. Kann ich mit den... Mit den Pfeiltasten bestimmt, ne? Yo, mit den Pfeiltasten. Also wir sind hier in dem Kabinett. Da sind die Türen. Aber die sind verschlossen. Was haben wir eigentlich für Einstellungen? Beenden, speichern, laden. Das ist übersichtlich. Okay, gut. Mach weg. Ja, komm, dann speichern wir einmal. Was soll's? Ja. LPB. Vielleicht noch eine Zahl dazu schreiben sollen, aber soweit habe ich jetzt nicht gedacht. Mein Gehirn ist halt dumm. Was ist das hier? Ah, das ist die Pause-Taste. Okay. Dann können wir die Kristallkugel unseres Onkels nutzen. Die hat er uns ja gegeben, um mit ihm zu kommunizieren. Aber unser Onkel ist anscheinend tot. Und das Kommunizieren mit den Toten kostet psychische Energie. Das ist sowas wie unser Mana, glaube ich. Das haben wir hier unten rechts. Mach Erfahrungspunkte. Das wird aber erst in den einzelnen Welten relevant. Also wir haben hier einmal eine Pyramide aus Wachs. Dann, hier ist zu. Aber hier haben wir noch eine Mine aus Wachs. Das sieht ja schon mal sehr interessant aus. Jack the Ripper. Und den Friedhof. Das sind die vier Szenarien, die dieses Spiel zu bieten hat. Keine Ahnung, ob danach nochmal irgendwas nachkommt. Ich habe, glaube ich, damals nicht ein einziges Szenario beendet. Obwohl ich in Ägypten relativ weit gekommen war. Das ist meiner Meinung nach auch das langweiligste Setting, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Pyramide aus Wachs. Ich würde sagen, wir starten einfach mal, wir gucken einfach mal in die Mine rein hier. Eine Mine aus Wachs, die mit einer mutierten Pflanze überwuchert wird. Und das Spiel ist, lasst es mich so sagen, es ist scheiße schwer. Wir gehen einfach mal in die Mine rein. So, da sind wir. Wir sind jetzt so ein komischer Minenmensch hier. Und hier ist ein Verletzter. Mit dem können wir erst, den können wir erstmal prüfen. Ein zusammengesunkener Mann liegt in der Ecke des Aufzugs. Er scheint schwer verletzt zu sein und ist kaum bei Bewusstsein. Können wir mit ihm reden? Ein Arzt! Schnell! Jetzt ist er sogar bewusstlos. Dann können wir jetzt wohl nicht mehr mit ihm reden. Vielleicht können wir ihn noch durchsuchen. Ist da irgendwas dabei? Irgendwas Interessantes? Ja, der ist bewusstlos, das habe ich schon kapiert. Der hat doch hier ein Feuerzeug. Es scheint gefüllt zu sein. Ja, nimm doch mit. Ah, okay, das ist nehmen. Wir haben hier auch Kampfdinger. Ich weiß gar nicht, gibt es eine Karte? Wahrscheinlich nicht. Was machen denn die Aufzugsknöpfe hier? Die sind stark beschädigt. Ne? Das ist ja schon mal wunderbar. Ich lege mal den Hebel um. Es funktioniert nicht.
Okay, gut, cool. Gehen wir einfach mal in die Mine rein. Wir werden so elendig verrecken. Ist das das? Was ist ein Kämpfen? Ist das Kämpfen? Wir kämpfen mit unseren Fäusten. Ja, wow. Ich bin begeistert. Oh Gott, wir sind tot. Wir sind sowas von am Arsch. Da war ein Gegner. So, der macht uns jetzt richtig fertig. Zack, ja, schon einen Schlag verpasst. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass unsere Schläge tatsächlich was ausrichten. Ich prüge einfach weiter auf seine Brust ein. Was soll schon passieren? Wir haben noch 17 Lebenspunkte. Das läuft ja super hier. 8 Lebenspunkte. Und da sind wir auch schon tot. Das ging jetzt schnell. Ich habe das Spiel laden. Ach, Blödsinn. Ja, das ist Blödsinn. Okay, das war die Mine. Das lief echt scheiße. Gucken wir mal in ein anderes Szenario rein. Ich weiß wieder, warum ich das Spiel nicht durchgespielt habe. Yay! So, hier, da. Zombies aus Wachs auf einem Friedhof. Gehen wir mal da rein. Und sterben auch hier eines elenden Todes. Da bin ich mir relativ sicher. Was haben wir denn diesmal für Waffen? Unsere Fäuste, das geht ja schon mal gut los. Aber vielleicht haben wir ja gegen die Zombies so ein bisschen mehr Schnitte hier. So, am besten ja, der verpasst uns auch schon wieder Schläge da. Ich meine, man kann auch irgendwie blocken. Da unten seht ihr die Zahl da unten links? 18, 19. 10, was bedeutet die? Also wir treffen ja doch regelmäßig, ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe den Trick noch nicht so ganz raus. Vielleicht sollten wir mal auf die Arme gehen und gucken, ob wir ihm die abschlagen können. Ich weiß nicht, ob man mit Fäusten wirklich einen Zombie töten kann. Das ist halt das Problem gerade. Weil irgendwie tut sich da so gar nichts. Wir werden schon wieder elendig krepieren. Ich weiß, warum ich damals das Ägypten-Setting gespielt habe. Das ist, glaube ich, mit Abstand das Leichteste. Also ich prügel auf diesen Zombie ein, aber es passiert eigentlich gar nichts, ne? Kann ich eigentlich fliehen aus dem Kampf? Oder können wir zaubern? Können wir zaubern? Wir können fliehen. Aber der Zombie ist halt noch da, ne? Ja, er läuft ja super. Ach Quatsch. Das läuft echt, das ist ideal. Genau so habe ich mir das hier vorgestellt. Ganz genau so. So, gerade noch mal einen kleinen Schnitt gesetzt. Wir gucken erstmal in Jack the Ripper rein, weil ich meine mich wirklich zu erinnern, dass Ägypten das einfachste Setting war. Da sind die Chancen am geringsten, dass wir da drauf gehen. Was letztendlich bedeutet, dass ich da vielleicht noch ein bisschen mehr vom Spiel zeigen kann. So, hier rein geht's. Jack the Ripper. Da liegt ein totes Mädchen. Das ist natürlich
Prinzipiell nicht schön, die Leiche eines toten Mädchens, dessen Kehle vor kurzer Zeit aufgeschlitzt wurde. Das grundlegende Problem bei Jack the Ripper ist, glaube ich, du hörst in der Ferne den Klang einer Polizeipfeife. Ja, die Sache ist nämlich die, wir wollen hier jetzt weg, weil sonst denken die Leute, wir hätten die getötet. Ja, jetzt habe ich das einfach weggeklickt da. Das ist ein bisschen blöd gelaufen. Die Tür des Schlossers. Die Tür zur Schuster- und zur Schlosserwerkstatt ist für die Nacht fest verriegelt. Das ist natürlich unschön. Ich glaube, bei dem Jack the Ripper-Szenario haben wir eine bestimmte Anzahl an... So, Gemüsehändler. Oh, hi, ich, wir haben, glaube ich, nur eine bestimmte Anzahl an, Schritten. So, wir werden schon eingekreist. Ich erkenne dich wieder. Du bist der Mann, der in der Nähe des armen Mädchens gesehen wurde. Du bist es, nicht wahr? Du bist Jack the Ripper. Du wirst einen reingelockt am nächsten Morgen dem Richter... gebracht, ungerechterweise schuldig gebrochen fürs Verbrechen deines Bruders. Gehängt! Ja. Scheiß drauf, komm, Ägypten. Da sehe ich uns doch! Ägypten! Bam, ba, bam, ba, bam, ba, 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 ram, bam, bam. Ja, wenn ihr das wirklich als Let's Play sehen wollt, dieses Spiel hier. Also, es ist, das vermittelt jetzt gerade einen schlechten Eindruck. Das hat damals schon Bock gemacht. Das ist nur gerade ein bisschen frustrierend, weil ich glaube, ich nicht so richtig weiß, was ich hier tue. Wenn wir das wirklich als Let's Play machen sollten oder einfach nochmal später reingucken, ich würde wahrscheinlich mich so ein bisschen einspielen, ein bisschen einlesen auch, was man jetzt genau eigentlich machen sollte, was da so angeraten wird. Und im Zweifelsfall vielleicht auch teilweise tatsächlich mit einer Lösung arbeiten. So, wir haben wahrscheinlich wieder nur unsere Fäuste. Ja, natürlich haben wir unsere Fäuste. Guten Tag, mein Neffe. Wie kann ich dir helfen? Ja, das, wie kannst du mir denn helfen, werter Onkel? Wo sind die Prinzessin und mein Zwillingsbruder, können wir ihn fragen. Was kannst du mir über die Pyramide erzählen? Erzähl mir mehr über Anubis und wofür er steht. Oder, ja, ich will wieder gehen. Wo ist denn unsere Prinzessin? Ich bin mir nicht sicher, aber nach oben zu gehen scheint eine gute Idee zu sein. Man sagt, diese große Pyramide habe 6 Ebenen, die alle voller intelligenter angebrachter Fallen, Rätsel und Sicherungen stecken. Scheint wohl sie eines Abends von Anubis zur Belohnung seines Getreuen geschaffen. Fallen Rätsel. Ja, komm, wir beenden das Gespräch erstmal. Wir müssen hier echt so ein bisschen aufpassen auf Fallen und Drähte und sonst was, die hier überall eventuell gespannt sind. Das Geile hier ist halt, dass wir hier direkt einen Dolch nehmen können und damit hier in diesem Setting schon mal eine Waffe haben. Was steht auf der Papyrusrolle? Ein Manuskript mit nichts Wichtigem drauf. Können wir das mitnehmen? Ja, na klar können wir es mitnehmen. In dem großen Weinkrug ist nichts drin. Man muss hier echt viel überprüfen und aufpassen, dass man nichts übersieht. Griffel und Tintenblock zur Herstellung wunderschöner, illustrierter Manuskripte. Und da ist noch ein Wasserkrug. Und der Pyramidenarchitekt hat eine schlimme Stichwunde am Rücken. Vielleicht ist er ja tot. Wäre ja schockierend. Da würde ja keiner mit rechnen, oder? Okay, das ist, glaube ich, für irgendein Rätsel wichtig. Das behalten wir mal im Hinterkopf. Also ich glaube, hier in irgendeinem Krug war irgendwas zu finden. Oder kann man die Sachen mitschleppen hier? Ja, wir können die ganzen Krüge mitnehmen.
Und die Truhe können wir auch öffnen. Und da drin ist eine Brosche. Nehmen wir natürlich mit. So. Bam, badam, badam, bam, 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 badam, bam. Ich mag den Soundtrack. So, hier irgendwo müsste jetzt aber auch der erste Pyramidenwächter kommen. Goldstatue eines Pharaos. Ich achte immer schon darauf. Hier sind teilweise echt fiese Drähte gespannt, die uns dann auch instant töten. Hörst Schritte oder sowas, glaube ich, ne? Ich klicke das immer zu schnell weg, weil ich nicht damit rechne, dass irgendwas... Ne, wir hatten ein Level-Up. Denn jedes Feld, das wir betreten, gibt uns Erfahrungspunkte. So, und hier kämpfen wir natürlich gegen Menschen. Und das ist unser großer Vorteil. Wir haben einen Kampf gewonnen, Leute! Ba, 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 ba. Das ist es doch wert, abgespeichert zu werden, oder? Was haltet ihr davon? Ich speichere ab. Dum, da, dum, da, dum, dum. Man muss halt echt auch so ein bisschen aufpassen, wo man hier hintritt. Und es gibt halt keine Ingame-Map, ne? Das ist auch belastend. Vielleicht sollten wir einfach mal den Kompass hier eingeschaltet lassen. So, wir gucken mal hier hinten um die Ecke. Da ist schon wieder einer. Komm her, du. Ich beiß dir in die Wade. Ah ja, nimm dies und das. Und ach du Scheiße, haben wir schon viel Schaden genommen. Aber der hat ein geiles Schwert, das will ich haben. Können wir unseren kleinen erbärmlichen Dolch? Du bist eine Ebene weitergekommen. So, mit einem Schwert in der rechten Hand. Ja, komm, mir gib her. Das Schwert, das rüsten wir natürlich gleich als neue Waffe aus. Ist jetzt unsere gewählte Waffe und ich speichere nochmal ab. Ich meine, wir können uns später auch noch irgendwie heilen. Kann sein, dass die Brosche dafür zuständig ist. Wartet mal. Ich habe keine Ahnung, was das hier für ein... Was das bewirkt quasi, weiß ich nicht. Onkel! Ich bin verwundet, kannst du mir helfen? In der fassbaren Welt kann ich nur wenig bewirken, aber ich kann dir dennoch eine kleine Hilfe geben. Ich brauche etwas Papier, das ich mit einem Heilungszauber versehen kann. Papyrus Rolle genügt. Lies einfach den Inhalt laut vor, um die Rolle zu verwenden. Ja, geil! Dann gehe ich natürlich und sammle noch ein paar Papyrusrollen ein, ne? Warte mal, können wir Sand mitnehmen in dem Gefäß? Anscheinend nicht. Anscheinend habe ich mich auch verlaufen. Ne, hier kommen wir her, ne? Er hält ein scharfes Schwert in der rechten Hand, nehmen wir auch mit. Alles eingesteckt hier. So, und hier in der ersten Halle gab es da noch Papyrus, oder? Und zwar hier. Heilungsschriftrolle. Was ist denn mit der anderen Papyrusrolle passiert, die wir hatten? Haben wir die genutzt, um uns zu heilen? Einige deiner Wunden sind geheilt. 10 Lebenspunkte bringt uns das zurück. Okay, cool. Das ist gut zu wissen. Ja, das Spiel ist um einiges klobiger und holpriger, als ich das jetzt hier in Erinnerung hatte. Aber prinzipiell, glaube ich, kann das sehr cool und sehr geil sein. Wir nehmen jetzt so eine alte Labyrinth-Erforschtechnik. Wir bleiben...
Immer an einer Wand, wollte ich sagen. Aber ich halte mich ja doch nicht dran. Ich gucke die ganze Zeit, ob hier irgendwo Drähte oder irgendwas gespannt sind. Jetzt habe ich mich selber verwirrt. Jetzt bin ich hoffnungslos verloren. Ach, hier sind wir. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier lang. Bam, badam, badam, bam, 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 bam. Hier haben wir den Sand gefunden, ne? Yo. Da haben wir den Sand gefunden. Das sieht doch aus wie eine Stütze, ein hölzerner Dachstützbalken. Da auf den sollte man vielleicht ein bisschen aufpassen. Ich kann nochmal so eine tödliche Falle zeigen hier. Wer baut denn so riesige Pyramiden? Da findet sich doch kein Arsch zurecht. Wir hatten schon wieder ein Level Up. Wir haben jetzt 51. Lebenspunkte. Jetzt haben wir noch 43. Irgendwie habe ich das Gefühl, mit dem Dolchen ist alles besser, ne? Bam, pa, 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 bam, pa, 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 pa. So, die Leiche eines unserer Opfer. Jawohl. Hält einen scharfen Dolch in der rechten Hand. Wird natürlich eingesteckt. Man kann nie genug scharfe Dolche haben. Merkt euch das, Kinder. Scharfe Dolche sind Trumpf. Also ein bisschen Gas geben, wenn wir bald mal zum Ende kommen. Hier haben wir nochmal eine Statue. Eines Sklavenknaben. Eine 440 Hertz Stimmgabel. Ja, die nehmen wir natürlich mit. Ich bin mir relativ sicher, dass wir die brauchen, um irgendein Rätsel zu lösen. Wobei ich mir ehrlich gesagt nicht sicher bin, ob das Rätsel auf dieser Ebene ist. Da ist nochmal eine Statue. Das war eines Eunuchen. Ich weiß gar nicht, waren wir hier schon? Anscheinend nicht. Da ist nämlich schon wieder eine Wache. Ach komm. Ich habe ein fucking Schwert. So, der hat auch wieder ein scharfes Schwert in seiner Hand. Ich werde vielleicht noch einen anderen Spielstand speichern. Lang. Guck mal, was haben wir denn hier? Ist hier potenziell irgendwas Interessantes? Die ganzen Töpfe sind anscheinend leer. Die Truhe ist leer. Hier haben wir eine Platte, die sollten wir vielleicht mitnehmen. Und hier, da brauchen wir die Stimmgabel. Um durch diese Tür hier zu kommen. Mir gefällt nicht, dass wir schon wieder so am... Oh, hi. Der hat einen Speer. Ich glaube, ein Speer ist schon ein bisschen geiler als ein... Schwert potenziell.
Es ist mir egal, ob der Artikel mitgenommen werden kann. Ich will ja auch nicht die Leiche mitschleppen. Ich will den Speer haben. Gib's mir den Speer. Dann halt so. Er nimmt den Speer nicht, ne? Jetzt haben wir den Speer mitgenommen. So. Dann machen wir wieder ein Level up. Sehr schön. Ich halte mich mal bereit, falls wir irgendwie wieder kämpfen müssen hier. Guck, guck mal da, 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 wunderbar. Das ist ja ganz wunderbar für den Abschluss, weil ich will dann auch gleich zum Ende kommen. Wir haben gespeichert, wir können jetzt zur Not hier wieder einsteigen. Da, seht ihr diesen Draht? Seht ihr den Draht? Das ist so mies, das ist richtig mies. Wenn wir jetzt einfach hier vorwärts gehen. Macht's einmal flupp. Und schon war tot. Da muss man echt aufpassen. Hallo Katerchen, ne? Möchte die Leute mit mir zusammen verabschieden, ja? Ja? Oh. Okay, Leute, das war Surprise Sunday. Zumindest, aua, pass doch mal ein bisschen auf, was du hier machst, Mensch. Ja, furchtbar mit dir. Das war Surprise Sunday Waxworks. Wenn es euch gefallen hat, lasst ruhig ein Like da, wenn ihr mehr von diesem Spiel sehen wollt. Also, ich wäre nicht abgeneigt, mich noch ein bisschen mehr mit dem Spiel zu beschäftigen. Vor allem, ich möchte halt auch das Ägypten-Szenario, da bin ich damals relativ weit gekommen. Da war ich auf Ebene 4 oder 5 von der Pyramide, war ich, das weiß ich noch. Und ich habe damals da auch nur aufgehört, weil das Spiel dann sehr instabil geworden ist und ständig abgestürzt und ich irgendwie nicht mehr weitergekommen bin. Aber in den anderen drei Szenarien sind sämtliche meiner bisherigen Erfahrungen ungefähr so verlaufen wie das, was ihr heute in der Folge gesehen habt. Aber da würde ich halt auch gerne mal mehr schaffen. Einmal wirklich mal gucken, was in diesen Szenarien so los ist und vor allem, wie man eventuell gegen diese Monster ankommt. Es bringt auch nichts, jetzt Ägypten zu machen und dann zu sagen, ja, dann haben wir ja einen höheren Level, weil wir starten immer auf Level 1 in jedem Szenario. Es ist im Spiel scheißegal, ob wir in Ägypten auf Level 12 waren. Wenn wir auf den Friedhof gehen, dann sind wir wieder Level 1. Von daher muss es ja irgendeine Möglichkeit geben, diese Zombies auszuschalten. Es muss irgendeine Möglichkeit geben, mit diesem Pflanzenparasiten fertig zu werden. Also ich hätte schon Bock, mich da nochmal weiter mit zu beschäftigen. Aber letztendlich liegt die Entscheidung bei euch. Ich hätte auch noch ganz viele andere Sachen, die wir am Surprise Sunday machen können. Eine weitere Folge seht ihr tatsächlich heute sogar noch. Auch ein ziemlich geiles, cooles, kleines Spielchen. Wir spielen nämlich in der zweiten Folge Surprise Sunday heute das Indie-Knobel-Rätselspielchen Baba is You. Also bleibt dran, schaut's euch an. Ich freue mich auf euch. Bis dann.